Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Merre. Heute spielen wir Episode 2 von Life is Strange Before the Storm. Es geht endlich weiter. Ich bin aufgeregt. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Und wenn euch das Video gefällt, lasst doch einen Daumen hoch da und einen lieben Kommentar unten. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, weil eine weitere Folge wird noch kommen. Also, in Episode 1 haben Chloe und Rachel aufeinander getroffen und Sachen unternommen. Und am Ende haben wir ein kleines, großes Feuer ausgelöst. Und schaut mal, der Starting Screen passt sich an. Ist das nicht Hammer? Da ist jetzt das große Feuer. Dann hoffe ich einfach mal, dass die Stadt das auch wieder hinbekommt. Also, das Acadia Bay das jetzt irgendwie geregelt bekommen mit dem Feuer. Episode 2. Schöne neue Welt. Okay, warum sind wir im Büro von dem Direktor? Miss Price, how good of you to join us. I'm so sorry we're late. My shift ran late at the diner and then... just... sorry. Let us proceed. Das ist also die Mutter von One Rachel. One of you here is new to the Blackwell disciplinary process. And the other is all too familiar with it. Blackwell's code of conduct is built upon a foundation of mutual respect meant to foster an environment conducive to education and enrichment. When that respect is violated... Okay, reality check time. Yesterday did actually happen. I ditched school with Rachel Amber, and then Rachel really did start that fire. And that was after we actually agreed to run away from here. Right? Are you paying attention to me, Chloe? What? Miss Price, the last time we met, an agreement was brokered. Do you recall what that was? Versauen Sie es nicht. Nichts sagen. Ist das rhetorisch? Are you asking, or is that rhetorical? Disrespectfulness. We agreed that you would rededicate yourself to becoming an exemplary Blackwell citizen. We did? In the event that you were unable or unwilling to do so, we also agreed that it would become pertinent to reassess your future status at the Academy. Despite all this, you engaged in the following actions yesterday. Uh-oh, jetzt kommt eine Liste. Disregarding posted signs about trespassing on the stage. Implications of possible drug-related activities. What does that mean? Yes, what does that mean? It means Miss Price has developed a reputation as a user of marijuana. And I would strongly recommend you take a careful look through her room at home. Shall I continue? Attempting to sabotage the academic goals of one of our top students. Victoria Chase. Sie hat abgeschrieben oder scheiß drauf. Eieiei. Jetzt werde ich auch noch von dieser Victoria Chase angeschwärzt. Ach du meine Güte. Nee, es ist ja komplett verloren. Sie hat abgeschrieben. Academic goals like doing her own homework? Because I thought Blackwell had a zero tolerance policy on plagiarism. Excellent suggestion. Stricter punishment for students who violate Blackwell's code of conduct is next on our agenda. Besser ist es. Now hold on. Why is Chloe being punished for someone else's plagiarism? The infraction involved both students. Victoria will be reprimanded as well. Und warum ist sie nicht mit uns in dem Raum? I bet. For her plagiarism, Miss Chase might have been suspended. Might have. If Mr. Prescott, Nathan Prescott, hadn't spoken to me on Victoria's behalf. And we have witnesses saying Miss Price was also involved in a bullying incident of the same Mr. Prescott. The hell I was. I stood up for that little weirdo. I suppose that's one interpretation of events.
Bitte? Okay, also nie wieder mehr. Guck mal, da hat man einmal Mitleid mit so einem Weichei. Und dann kommen sie und wirklich Vollgas kommen sie mit so einem Messer in den Rücken rein. Nein. Der hat einen ganzen Mähdrescher oder so genommen. I do not discuss other students' situations. We are here to discuss your daughter and her actions. Convenient. Mama beschwichtigen oder Wells beruhigen? Ich will jetzt nicht unbedingt jemanden. Gehen wir Mama beschwichtigen. Mom, you know this is all bullshit, right? I'm beginning to suspect that myself. I am sorry you feel that way. Weil ihn können wir nicht wirklich beruhigen. Your is real and serious. And yet, even with your prodigious disciplinary record, Miss Price, we needn't discuss any of it. We needn't? No, because you severed your relationship with Blackwell the minute you left school grounds without permission. What does that mean? It means... Oh! You forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. I have no choice I but to... I made her do it. What? 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 Yesterday was all me. My idea. I was having a bad day. I needed to blow off some steam, and I took it too far. Chloe tried to talk me out of it. I've been down that road, she told me. You're better than this. But I wouldn't listen. Oh, Rachel! See, ich liebe diese Frau. Chloe was afraid I'd get in trouble or hurt, so she came with me. But only to keep me safe. I'm just sorry you got caught up in it, Chloe. That you allowed me to drag you down to my level. Can you forgive me? Natürlich. Yeah, sure. We're cool. Thank you. I'll make it up to you. I promise. Chloe, is this true? It's true. Totally not true. She really is an amazing actress. Miss Price? Schwachsinn, oder? Okay, na gut. Na gut, komm, machen wir mit. Yes, it was her idea. But it's not like she kidnapped me. We were in it together. Miss Amber, based on what you've just told me, I have grounds to punish you. Are you sure what you've told me is the truth? Yes. This can't be the full story, Rachel. Ray. Just to be clear, Miss Amber, you're sure Chloe Price didn't coerce you or... Coerce? Lass es doch einfach mal sein. I'm just trying to get der Direktor, der hat wirklich so auf Chloe gemacht. Der will die so kicken. Like Rachel, der wartet einfach nur darauf. Excuse me? Do you have a list of students you assume the worst about? Sie weiter anspornen oder die Show genießen? Wir spornen sie aber sowas an. Jetzt wird der Rücken gestärkt. Oh, Mom. You have no right to treat Chloe this way. This is because she's on financial aid, isn't it? Oh. He calls us high risks. Oh! High risks? What kind of a label is that to put on a child? Oh, I get it. This is about Blackwell's money troubles. Will you be dragging every other scholarship student into your office today as well? Tell me, will unfounded rumors about drug use also be mentioned, or is that only reserved for my daughter? Damn. Joyce, die ist am Shooten, also die hat mit jedem Schuss getroffen. She's been through in the last 2 years. You should be ashamed of yourself. Miss Price. Mrs. Price. Mrs. Price, I appreciate your position, but I assure you, it is only your daughter's past behavior that has led us here today. I understand, Mr. Wells. There is no doubt that Chloe's behavior must improve. But given what we've just learned about the negative influence she was under, I hope you will allow her just one more chance. Miss Amber, I am as surprised as I am disappointed in you. I understand. This being your first infraction in no way reduces its severity. Still, we will not be suspending you at this time. But you have squandered our trust. You will no longer be my administrative assistant first period.
And you will no longer be involved in Blackwell's performance of The Tempest. Aww. No. Was? Sind Sie verrückt? Die Vorführung ist heute Abend. But the performance is tonight. For someone so aware of our school calendar, Miss Price, I would expect fewer absences on your record. Ray, she loves that show. Since this is her first infraction, don't Mr. you think, Amber, I don't tell you how to run the district attorney's office. Please don't tell me how to run my school. There's a reason we have understudies for all circumstances, accidental and deliberate. I'm sure your understudy. Victoria Chase. How fitting. Yes, I'm sure Victoria Chase will do fine. That is such... What was that, Miss Price? Chloe is upset for her friend, but we are both grateful that she is not going to be unduly blamed for what happened. There is plenty of blame to go around. Chloe's future at Blackwell will be discussed next. Unless you had something to add first, Miss Price. Oh. Rachel zustimmen oder Schuld auf dich nehmen. Wir haben die Wahl. Wir können uns jetzt also nochmal für diese Situation einsetzen. Oder das, was Rachel eben von sich gegeben hat, dem zustimmen und das so belassen. Das Schuld auf mich nehmen, das würde jetzt natürlich dann wieder so eine Interaktion auslösen, wo ich dann auch die richtigen Antworten für geben muss, dass ich halt quasi gewinne. Weil ich weiß natürlich nicht, was das für Konsequenzen für Chloe hat. Ich meine, schlussendlich wissen wir alle, wie so ein Chloe am Ende steht, was die Situation mit der Blackwell Academy angeht. Aber wir können ja gucken, dass die Zeit bis dahin wenigstens toll ist und dass sie coole Ereignisse erlebt. Ich mach mal Schuld auf mich nehmen. No way is Rachel missing the play for me. But thanks to her acting skills, I'll have to go down in flames if I want to fix this. Okay, um wieder Worte zu gewinnen, musst du deinem Gegenüber genau zuhören und deine Antworten dementsprechend wählen. Get your head out of your ass, Wells. You seriously think yesterday was Little Miss Sunshine's idea? Uh-oh. Miss Amber has accepted her responsibility. Wenn es schnattert, akzeptieren sie die Realität. Don't you have the slightest idea how this works? You don't wake up one morning and decide to be an outlaw. You need priors. You need training. Rachel confessed. Are you calling her a liar? Klasse Schauspielerin. Sie sollten gestehen, sie will nur Aufmerksamkeit. Hä? Ich mach klasse Schauspielerin. I confess to thinking she can act like a motherfucker. You just bought her crap. Hook, line, and sinker. You don't have to do this. It's okay. Really. Sag mir nicht, was ich tun soll. Wir sind keine Freunde. Oder jedem das seine. Ja, wir sind keine Freunde, sage ich jetzt einfach mal. We don't braid each other's hair or whatever dumb shit girls do together. Apologize, Chloe. That's enough. Sorry, dass ich sie schlecht mache. Lassen Sie Rachel da raus. Ich bereue Nathans Mobbing. Kann ich das machen? Fine. I'm sorry for bullying Nathan. But if you had to look at that smug face as often as I do. Why come forward now? I'd commend you for your honesty, if not for everything else. Warum nicht die Wahrheit sagen? Warum nicht mit einem Knall verschwinden? Ich bin die Schlimmste. Mach jetzt einfach mal den. Swan Song. My farewell to Black Hell. I'm only sorry I had but one fuck off to give. I've heard enough. Rachel, you were clearly trying to cover for your classmate. I appreciate the motive, but I appreciate honesty more. Is that understood? Yes, sir. You will not be removed. Juhu, wir haben sie gerettet. Was that so hard? Thank you. And Miss Price, I came into today's meeting planning to suspend you for the rest of the school year, with a chance for reinstatement in the fall. Oh nein, was kommt jetzt? You are expelled. What? Können wir mitleben? No.
I will have Skip Matthews escort you to clean out your locker. You may wait outside my office until he arrives. Das fühlt sich that an wie... is all. Good day, Mrs. Price. Wie diese... Mr. and Mrs. Amber. Ray. Diese Situation fühlt sich jetzt an wie, wenn man gefeuert wird, so fristlos, gekündigt und du musst sofort deinen Arbeitsplatz aufräumen. Und jetzt muss sie ihren Spind leeren. I'm sorry. Nothing to be sorry about. Meet me at the junkyard later? You bet. I didn't get the chance to introduce myself. I'm Joyce. Mrs. Price. I'm Rose. This is James. I'm sorry we had to meet like this. No, I'm sorry. I'm sure for you this is an unusual circumstance. We really should be going. Nice to meet you. Skip hat auch gar keinen Bock. Mom, I'll see you in the parking lot. Oh. Hey, Chloe. I'm supposed to walk you out. Just you and me. Hey, Skip. Fuck 'em. Bunch of fascists. Hey, just wanted to say it sucks what is happening to you. Thanks, Skip. You're gonna be missed. I don't really care about any of this shit. Except my secret stash. Might as well grab my emergency joint while I'm here. Was haben wir denn hier für coole Sachen? Ein paar Kunstwerke? I have big plans for adding to this collage. Oh. Oh well. Das Foto müssen wir noch mitnehmen von der Katze. Ganz wichtig. Bongo können wir hier nicht zurücklassen. Hausaufgaben wegwerfen. Wer will das mitnehmen? Warum sollte ich das mit nach Hause nehmen, wenn ich das gar nicht mehr brauche? Bin endlich befreit. Trusty keeper of my graffiti pens. Oh, hier kann ich noch Unterschriften hinzufügen. Wonder who will grace this space after me. Carl Breckenridge, Leah Tompkins. Das habe ich nicht lesen können. Ach Mist. War ich ein bisschen zu spät. Chloe Price. Oh. Maybe Cam was the class I hated the least. Having Justin as my locker neighbor was one of the few not shitty things about this place. Das werfen wir auch noch weg. Geometrie, wer braucht das denn noch? Ah, dieser angewissene Bagel da hinten. Und Englisch, weg damit. Wer braucht dich? Absolutely, positively the best concert of 2008. Metal. Too bad it's time to go. Finally, what I actually came here for. Die Geheimware, die da hinten verborgen liegt. Skip, mach mal beide Augen zu. Danke. Wait. What the hell? Was ist los? Tristan. Hey, ich musste mir deinen Vorrat leihen. Verzweifelte Zeiten. Okay, ich verspreche, du kriegst es nächste Woche zurück. Ach, Justin! Dieser verdammte Drecksack! Every inch of this place. I wish I could tag it from floor to ceiling. But with Skip watching me... bathroom. Then I'm out. Cool? Okay. But try to make it fast, will you? Ich beeil mich. Ist auch so ein guter Song. No care, no care, no care, no care, no care, no care.
Wunderschön. Eine Künstlerin. Eine Künstlerin musste von dieser Schule gehen. Guckt sie euch an. Ist das Elliot? Later, Skip. Later. Ciao, Skip. Looks like David's here. Rachel hat mir geschrieben. Wir ignorieren es einfach, dass da jetzt ein David ist. Wann haben die denn die Nummern ausgetauscht? War das dann nach gestern Abend? Ah ja, das ist nach gestern Abend gewesen. Drugs are free here. Hey. Why didn't anyone tell me before? Max would have loved this shit. Ist doch geil. I guess this fire is no joke. Still can't believe Rachel started it. Ja, krass. Kleine Brandstifterin. But whenever I needed to bum one, no one here smokes. No more extracurricular activities. No more curricular activities. Oh, ein Schlagloch. Maybe they'll use my scholarship money to finally fix this pothole. Hey, Elliot. Was geht? Elliot and I have gone to school together since we were in kindergarten. Hey, until Elliot. Today. What brings Chloe Price to school on a Saturday morning? Nothing good, I bet. Okay, meine Frage ist mehr, warum bist du an einem Samstagmorgen hier? Wait, really? Holy shit. I know. I'm surprised it took this long too. Oh nein, er ist richtig traurig. Oh mein Gott, bitte. Aber lass uns, ich will einfach nur wissen, in welche Richtung sich das so bewegt. Wenn ich weiß nicht, ich habe ja auch schon so Ja gesagt zu dieser Vorführung. Und jetzt hole ich mir einfach nur so eine awkward Umarmung ab. Okay. Oh nein. Ach, die arme Maus. Sie ist so komplett überfordert damit. Thanks. Was Rachel Amber involved? Ja. Yeah. And let me guess, did she get off scot-free? Well, yeah. But she tried to cover for me. Uh-huh. Anyway. Oh nein, er wird so einen Hass gegen Rachel schieben. I thought I should come early to grab tickets. For the Tempest? You said we might see it together. Oh, true. Oh mein Gott. Right. Macht, ergibt Sinn. Oh. Ja. Did you get my text about hanging out afterwards? So, ja, vielleicht die Aufführung sausen lassen und sorry, nein. Ich sag einfach mal ja, vielleicht. Ja. Mal gucken. I mean, I'm not. Wir wissen, wer das ist. On making plans. But maybe. Cool, cool. Sounds good. Chloe ist einfach zu krass für ihn. My mom is waiting to stick her attack mustache on me. Her boyfriend. Don't worry about it. See you around, Elliot. Yeah. Later. So haben wir wenigstens mit ihm geredet. Piss head much? That has to be Skip's car. Okay, aber das Auto ist cool. Okay, einen Moment. Warum, wenn ich hier dieses Auto im Visier habe, ja, warum fangen die Büsche da hinten auch an zu leuchten? Das hätte man sich ein bisschen besser lösen können, hä? It's about damn time. David, please. David, sei leise, wirklich jetzt. Das muss nicht sein. Ein Vogel. Das ist auch noch ein hübscher Vogel. Okay. Ja. Bye. Elitist Blackwell Bird. Bigfoot Cop. Taking pride in Blackwell Athletics means taking pride in yourself. Also, the trustees and their enormous bank accounts. Wells' car.
Crushing Spirits must pay pretty well. Können wir nicht sein Auto voll graffitieren oder so? Three guesses whose bike this is, and they all start with Miss Grant. Damn. I guess I will miss one thing about this place. Dann stellen wir uns jetzt mal der Gefahr, nämlich die Mutter. Der mischt sich jetzt besser nicht ein. Der hat hier wirklich nicht mit zu. Nein. Sei leise. Ist mir egal. I don't care. I know. That's what we need to talk about. I don't need a conversation. Not with Sergeant Asshat here. I just need some space. Do not use that language with your mother. Oder was? Sie ist meine Mutter. Or what, David? What will you do? You do not want to test me. Maybe Joyce, sag doch was. Listening to me instead of fighting me about everything, you might actually learn a thing or two. Oh. What? Like how to have no job or how to be a soldier? Soldiers put family and future above self and now. Getting kicked out of school? That's what losers do. You had a scholarship, Chloe. Do you know what that means? What kind of opportunity you gave up? Do you want to work at the diner? Nichts falsch daran. Und jemand brauchte meine Hilfe. Ja, ich sag, dass jemand meine Hilfe brauchte. Someone needed my help. Who? Your friend Rachel? Because I think the daughter of the DA is going to be just fine. I need your help. Me, your mother, we need to get our own house in order. Right now, what I need most of all is for the two of you to start getting along. Chloe, I care about Joyce very much. I'm willing to forgive you for the incident yesterday. If you improve your attitude going forward. Incident? What incident? Chloe was incredibly out of line. She insulted me. Swore at me. Ich weiß nicht, wovon er redet. With an apology, I'm willing to start over. Nein. Are you still going to date my mom? Of course. And will you still be coming to our house? I plan to. Then I say, go fuck yourself. That's what I thought. From now on, I will be assisting your mother in a few areas. Like making sure that you are no longer abusing drugs or alcohol. Mom. Chloe? I'd like you to empty your pockets and place all your belongings on the trunk of the car. Was ist mit dir los? Lass mich in Ruhe. If we are going to start over, we have to know that you are not abusing drugs. If you're not, you should be eager for the chance to prove it. Mom, I don't need more discipline from you. I need my mom. I know, Chloe, and I'm sorry, but David feels... Joyce. We... feel this is the best way to start fresh. Let's go, Chloe. Quit stalling. Einwilligen oder weigern? Ich weigere mich. Der hat kein Recht dazu. Sure. Here you go. Show me a warrant, asshole. You watch too much television. Your refusal to comply is as good as an admission. I admit to you being a fascist. Das ist so eine Scheiße. And I don't take orders from fascists. What happened to trust being a two-way street? That was before you were expelled. Somewhere along the way, we lost our trust. This is not the way to get it back. Not at all. Okay. That's it? She's basically admitted her guilt. And you're letting her off the hook? I am not letting her off the hook.
I am trying to find a way for us to move on. We need a new beginning. A new chapter. One that will involve the three of us together. What does that mean? We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. No! No fucking way! Chloe, after everything that's happened, I'm at a loss. I need help. Exactly. We need a firmer hand steering this ship. Talk to me, Chloe. Tell me what you're feeling. Ja, was soll ich da großartig zu sagen, außer dass es absolut scheiße ist? Ich denke, ich würde jetzt hier mit, ich weiß, ich hab's verhunzt, gehen. Und die andere Option ist halt, du bemühst dich, ich versteh's. Aber einfach nur mal so. I know I fucked up. I'm a fuck up. I'm sorry. Are you sorry? You don't even know what you're apologizing for. I've been shutting you out even though I've needed you and you need me and I know that. But this is not the answer. It's the only answer I have, Chloe. In a million years, I never thought you'd choose David over me. I'm sorry I took that for granted. I'm not choosing anyone over anyone else. It's about the three of us having a home together. It'll be better than you think, Chloe. Once everything's running smoothly, you'll see what a stable home can be like. Ich würde mich auf so Worte niemals verlassen. Niemals. Kommt immer schlecht. Aber es ist schön, dass die Joyce so ein Vertrauen hat. Hey! There is no home. Not if he's there. Chloe. Let her go. She'll come home as soon as her tantrum is over. How do you know which way is up when your whole life has been turned upside down? Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Das Feuer ist einfach immer noch am Start. Holy. Stimmt, wir warten ja jetzt auf Rachel, weil die abgemacht haben, sich dort zu treffen. Mach es nicht kaputt. Es ist dein Baby. This thing is a mess, but maybe I can fix it. Yeah! If this beast will ever run again, the first thing it needs is a new battery.
Wonder if I can find one around here. I think I'm all smashed out. For now. Smile, bitch. Sorry, Max. I think I'm more jealous of you than anything. Hopefully, I'll be escaping this place soon, too. Glass looks way prettier when it's broken. Wonder what else that's true for. Was haben wir denn hier? Aber das sieht nicht gut aus. Also die Batterie sieht da auf jeden Fall nicht gut aus. This is no good. Wir haben hier einen hübschen Teppich. This rug has some miles on it. Wenn wir den gründlich... Okay. Noch eben das hier machen. Batterie finden und in Truck einbauen. Ja, das hört sich nach einem wichtigen Ziel an, dem wir nachgehen sollten. Ich finde aber mein Ziel, was ich mir jetzt persönlich gesetzt habe, noch viel interessanterer. There's got to be a battery under one of these cars. I was pretty pissed at Rachel last night. Amazing that someone I just met could have made me this. Dass die Voice Lines da ab und zu so overlappen, finde ich ein bisschen verstörend. Aber ja, muss ich mich ein bisschen gedulden. That's so awesome. Dann haben wir hier noch dieses Schild. Max and I used to go there all the time as kids. I think it shut down, but who knows? You're a long way from the beach. Eine Glühbirne. I always wanted a pet snake. Instead, I got David. Fuck everything. Was haben wir hier? Ist da wenigstens eine Batterie, die funktionstüchtig ist? Oder haben wir hier auch wieder einfach nur irgendwelche Scheiße drin? Müll. Oh, Müll. Okay, aber der hier sieht heftig aus. Der sieht aus, wie wenn man den gebrauchen kann. Wow. Shitty ride, drug dealer. Really thought crime paid better. I used to love opening up the diner with Mom before school. I guess those days are now officially over. Jedes Mal, wenn ich dieses Symbol hier sehe, also dieses, wie heißt das? Also dieses 4x4, ich habe keine Ahnung mehr, wie man das so richtig quasi ausspricht. Ich muss immer an so ein Spiel denken, was ich auf der PlayStation hatte, was so ein Autorennspiel war, mit ganz vielen Autos, die halt dieses 4x4 waren. Das war sehr lustig. What are you trying to hide? Als einfach so ein Truck-Rennen war. Aber sehr cool auch. Okay, ich krieg das nicht auf. Muss ich den Knopf drücken? Beziehungsweise ziehen? Mal schauen. Ah. Die kleine Handwerkerin. Here we go, the pick of the litter. Wir suchen uns hier nur das Feinste vom Feinsten. Batterie zurückbringen. No, not going over there. Da gehe ich nicht hin. Vielleicht können wir hier irgendwie ein Graffiti machen oder so. Boot erklettern. Sind wir auf jeden Fall ein bisschen sportlicher unterwegs als Max im ersten Teil. Komm, das schaffst du. Ach, Mist. Damn, you cigarettes.
Benutzt sie das jetzt als Leiter? Oh. Juhu. Wir haben es auf jeden Fall hoch geschafft. Und jetzt? Wird die Aussicht genossen. Uff. Shit. What do I want to tell my fellow sailors of the seven trash heaps? Vergrabener Schatz oder Friedhof? Ich meine einen Friedhof. Got it. Jetzt will ich das RIP. Captain Bluebird. Schön. Und hier kann ich auch noch weiter hochklettern. Okay. Bis an die Spitze der Welt. So. Was haben wir denn noch? Gut, dann bringen wir mal die Batterie zurück. Vielleicht kommen noch weitere Aufgaben dazu. Eine wunderschöne, noch intakte Batterie. Perfekt. Pass auf dich auf, deine Maus. Da ist der Schlüssel. Damn. This thing needs more love than I can give right now. In the meantime, maybe I can spruce it up a bit. Ja, dekorieren. Probably a good idea to cover over this with something. Da haben wir zum Glück ein paar Sachen gesehen, die wir da hinlegen können. Patch could be nice. I should probably cover over this massive hole. Maybe there's another light bulb I can put in here. Also, eine Glühbirne. Etwas zum Bedecken und da irgendwie eine Matte, die wir drüber legen können. Absolut kein Problem. Das lässt sich organisieren. Wir haben ja schon uns hier ausgetobt. Ich habe auch schon eine wunderschöne Matte gesehen. Oh, süß, den können wir doch auch nehmen. Sehen, was haben wir hier noch für Dekorationsmöglichkeiten? Haben wir hier irgendwas? No, I can't. Okay. Ich dachte vielleicht als Erinnerung an deinen Alten, aber dann nicht. Den nehmen wir auch mal mit. Ach so. Wir haben die Glühbirne von dem genommen. I see. Wir werden jetzt ihn, also diesen Roboter vielleicht irgendwie als... Oh, wir können die Piratenflagge nehmen oder dieses komische Strandtuch.
Haben wir aber vielleicht noch mehr? Wie hier dieses Grüne da können wir nehmen. Ich aber eher weniger. Das können wir nicht nehmen. Ich glaube, das hätten wir vorher, bevor ich jetzt den Roboter genommen hätte, hätten wir es nehmen können. Könnte hier diesen Teppich noch nehmen? Ich will aber eine Willkommensmatte auslegen, tatsächlich. Die haben wir nämlich irgendwo gesehen. Wo war die denn noch? Time to truck on back. No, das ist nicht Time dafür. Gedulde dich doch noch ein kleines bisschen. Spritze. Here's a side of Arcadia Bay they don't put on the postcards. Wo ist diese Willkommensmatte gewesen? Da. Die sieht doch hübsch aus. Schön einladend. Und dann nehmen wir die coole Piratenflagge mit. Das ist ein Muss. Scheiß auf das Strandtuch, auch wenn sich das irgendwie farblich schön hingibt, aber wir brauchen die Piratenflagge. Dann machen wir noch einmal ganz kurz die Runde um das Schiff. Unser Schatz. This might make the perfect cover for that torn seat. Das ist ein Schicksal gewesen. Chloe, das ist einfach nur ein Zeichen. So, jetzt tun wir hier erstmal das Ding auf mit Licht, damit wir auch herrlich was in diesem Raum überhaupt sehen können. Dann natürlich unsere wunderschöne Willkommensmatte. Wunderbar. Guck dir das an. Also wer sich da nicht willkommen fühlt in meinem Auto. Und damit die Leute wissen, dass sie auf dem Piratenschiff angekommen sind, unsere wunderschöne Piratenflagge, die den Sitz bedeckt, ist sogar dran geklebt. Wow! Und das hält? You can hang here, but I get to pick the tunes. Okay? Good talk. This thing looks like a rusted out shopping cart. Probably drives like one too. That's if it ever does drive, which seems questionable. Das kriegen wir schon hin. Das Ding wird schon irgendwie fahren. How sweet would that be? Yeah? Bryce, it's Frank. Oh. Hey, Frank. What's up? Yeah, just checking in to see how you're doing. Really? No. Listen, we've got some business to discuss. Where can we meet? What about? Oh, like drugs? Price. I'm hanging out in the junkyard, north of town. The junkyard? That's great. Stay there, I'll see you soon. Okay. And Frank? Ist alles cool und Wegwerf-Handy? Sag mal, Wegwerf-Handy? After you hang up, are you going to smash your phone? Like, in the movies? And if so, can I smash it? Trust me, Price. If I ever have to smash anything, you'll want nothing to do with it. I'll see you. Time for a hard-earned smoke break. Erstmal Graffiti machen. You only get one chance to make a first expression. Mystisch oder beängstigend? Wir machen was Beängstigendes. Die Leute müssen uns auch respektieren, wenn sie unser krasses Auto sehen. This'll give intruders something to think about. Technically, we're all about to die.
If you take a wide enough view of things. Das Licht leuchtet. Principal Wells, der Wackelmann wackelt. I knew there was something off about that guy. Machen auch mal ein bisschen Honky. Mäp, mäp. Haben wir das jetzt? Mal schauen, was hier im Handschuhfach ist. Da haben wir noch gar nicht reingeguckt. Bist du nicht neugierig? Oh. What do we have here? Irgendwas ist da eingewickelt. Yep. This'll do. Eine Mütze? War das eine Mütze? Perfekt. Wie für Chloe gemacht. Ja, dann. Erstmal die Fluppe im Mund. Express them better than you.